Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen über Make-up-Techniken sprechen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ja, und die quasi dann auch nachhaltig alles irgendwie in meinem Gesicht verbessert haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es geht hier eigentlich zweitrangig nur um die Produkte. Die sind natürlich alle in der Infobox verlinkt. Dürftet ihr auch bei Purish bekommen. Die haben da gerade auch so einen super Sale, wo du da auch nochmal mit Claudis Welt 10% on top bekommen kannst. Ne? Und sowieso auf meine Collector-Site immer. Aber das ist wie gesagt zweitrangig. Für mich persönlich steht jetzt erstmal so ein bisschen im Vordergrund, was hat überhaupt mein Make-up-Game verändert. Und zuallererst ist das tatsächlich, dass ich hier auf YouTube angefangen habe, mich zu schminken, eure Kommentare gelesen habe und mit euch zusammen mich entwickelt habe. Also das ist so das Allerwichtigste. Ich weiß noch, oder ich habe mir damals ist gut, ich habe mir gestern noch ein paar Videos angeguckt von mir, wie ich mich damals geschminkt habe. Und da bin ich zum Beispiel auch gar nicht über mein Augenlid groß hinausgegangen. Und das hat man dann am Ende auch gar nicht wirklich gesehen. Meine Augenbrauen habe ich ungefähr gar nicht gemacht. Und dies, das, Ananas, all diese Infos werdet ihr in diesem Video bekommen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch etwas länger, aber es ist Sonntag, das darf ein bisschen länger sein. Animiert hat mich tatsächlich, dass ich ein Weihnachtsgeschenk war. Also meine Schwiegermama in Spe hat ihrer Freundin einen Abend geschenkt. Ja, einfach einen Mädelsabend. Ne? Da haben wir zusammen geschminkt und so. Und da habe ich mich auch nochmal so ein bisschen dran erinnert, ne? Also wie meine Make-up-Technik sich überhaupt geändert hat. Ich habe nie an irgendwelchen großen Masterclasses oder so teilgenommen. Ich habe hier das YouTube-Game gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ganz sicherlich nicht. Wir entwickeln uns alle immer wieder weiter, aber ja, genau. Also das ist so im Prinzip das Hauptding, was mir geholfen hat. Also wirklich Learning by Doing. Ich habe teilweise mich abends hingesetzt und verschiedene Sachen einfach ausprobiert. Ne? Also bevor ich dann duschen gegangen bin, war dann ja eh Pelle. Ne? Und auch während ich hier schon auf YouTube aktiv war, dass ich einfach immer wieder probiert habe. Ich habe immer wieder probiert, mir einen Eyeliner zu ziehen. Ich habe immer wieder probiert, Augenbrauen zu machen oder was auch immer. Ne? Und dann auch geschaut, wie das Ganze sich so unterschiedlich darstellt. Und Make-up soll ja auch Spaß machen. Und ich persönlich finde einfach, am Ende soll ein Ergebnis rauskommen, womit ich mich wohlfühle. Ich fühle mich auch so wohl, tatsächlich. Aber mit Make-up ist die Welt dann vielleicht noch ein kleines bisschen bunter. Genau, das so als kleiner Anfang. Ja. Kommen wir zum ersten Produkt. Ich habe gelernt, dass Glowy Primer einfach voll mein Ding sind. Da habe ich jetzt hier einfach einen exemplarischen. Oh, man sollte ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man sich so kohlensäurehaltige Sachen mit Strohhalm irgendwo reinmacht. Ne? Es knistert ein bisschen hier. Auf jeden Fall, Glowy Primer helfen mir, Hydration Primer helfen mir. Was mir gar nicht hilft, ist tatsächlich ein Primer, der mattiert, der Poren verkleinert, einfach der meinem Hauttypen nicht entspricht. Und das könnte man vielleicht sich auch nochmal so merken. Ein Primer ist eigentlich dafür da, um ja die Barriere zwischen deiner persönlichen Haut und der Foundation, die später draufkommt, zu bilden. Das heißt, wenn du eine ölige Haut hast, macht es eher wenig Sinn, wenn du nachher ein mattes Ergebnis haben möchtest, dass du einen Glowy Primer verwendest oder dass du einen reichhaltigen Primer verwendest. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich habe eine super trockene Haut, ich mag gerne Glow, deswegen sind bei mir Glowy Primer einfach voll da. Wichtig ist auch tatsächlich, dass man darauf achten sollte, welche Hautpflege man so trägt und inwiefern das dann auch mit dem Primer zusammen harmoniert. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine wasserbasierte Hautpflege verwendet hätte, dann würde das Ganze krümeln. Auch das ist eine Sache, die ich ausprobiert habe. Was funktioniert mit was wie zusammen? Und ja, einfach immer wieder ausprobieren, machen, vielleicht auch auf das ein oder andere hören, was hier bei YouTube Menschen so erzählen. Ne? Da geben einem die Leute wirklich hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand. Was ich halt wirklich, ich liebe Glow, deswegen liebe ich auch Foundations, die Glow spenden. Und ich habe gelernt, dass ich zyklusbasierte Make-up-Schminke. Das heißt, ich bin jetzt in den, ich sag mal, 2 Wochen meines Zykluses, wo mein Gesicht einfach sehr, sehr gut aussieht. Ich habe ja eigentlich keine Unreinheiten, so ein paar abklingende Geschichten, die jetzt einfach noch so kleine Wunden sind oder so. Aber ich habe eigentlich ein sehr, sehr entspanntes Hautbild. Dementsprechend kann ich jetzt auch eine schöne leichte Foundation verwenden und habe nicht das Bedürfnis, überhaupt auf eine Full Coverage Foundation oder so zurückzugreifen. Ne? Deswegen verwende ich jetzt auch diese hier, den Duo Shield von Mesauda. Und wie gesagt, auch hier die Produkte verlinkt und auch die Farben stehen auch in der Infobox. Genau, und das trage ich mir so aufs Gesicht auf. Oh. Und spritze den ganzen Tisch damit voll. Kann man machen.
Und hier kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich persönlich für mich auch herausgefunden, dass es Sinn ergibt, dass ich, wenn ich eine Foundation, auftrage, dass ich die erstmal mit einem Pinsel verteile, dass ich die ja schon mal grob so, ne, im Gesicht habe. Wenn man mag, kann man auch noch um die Augen drum herum gehen. Ich mache das nur ganz, ganz leicht, weil eigentlich brauche ich das nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Deckkraft an meinen Augen, aber da kommt gleich der Concealer vor allem zum Einsatz. So, und jetzt habe ich natürlich die Foundation sehr, sehr streifig im Gesicht. Ne? Dann nehme ich mir ein Schwämmchen, das kann ich anfeuchten, entweder am Wasserhahn oder, wenn man es vergessen hat, einfach mit einem Wasserspray zum Beispiel. Und dann wird die Geschichte einfach eingearbeitet. Was ich auch gelernt habe, ist, dass eine Foundation bei mir persönlich jetzt nicht die ultimative Komplettabdeckung geben muss. Das heißt, ich würde sie jetzt nicht unbedingt punktuell auf Pickeln oder auf Rötungen aufbauen. Das macht bei mir immer der Concealer. Und natürlich das, was ich in meiner ganz krassen Jugend nie gemacht habe. Vergesst den Hals nicht, Leute. Denn auch wenn ich jetzt natürlich meine Foundation eher so an meinen Hals anpasse, ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel ja auch sehr viel Glow habe. Und so einen ganz minimalen Rand sich quasi so, ne, dadurch entwickelt. Das heißt, so ein ganz kleines bisschen blende ich die runter, übertreibt es nicht, ne? Also ich muss es jetzt nicht bis zu den Füßen runterblenden. Also da sucht man sich dann einfach die passende Shade raus. Genau, und das ist halt so das Finish, was ich persönlich bei Foundations großartig finde. Ich mag diesen Glow, ich mag dieses Juicige, ich mag aussehen, als hätte ich einen Eimer Wasser ins Gesicht bekommen. Das ist einfach so und es ist eine absolut persönliche Präferenz. Nicht jeder mag das, ich feiere das tierisch. Bei Concealer ist es tatsächlich ja auch so, dass ich jetzt schaue, welche punktuellen ausbesserungswünschigen Sachen habe ich quasi im Gesicht. Da hatte ich hier letztens so ein paar Unreinheiten. Muttermale, ja, da brauchst du nicht viel machen. Hier habe ich schon seit Ewigkeiten einfach so einen Punkt. Hier am Kinn das ein oder andere. Ich mache jetzt so ein bisschen das Sams, ne? Genau, und hier gucke ich dann, was möchte ich, weil ich habe eigentlich super viele Muttermale. Wenn ich jetzt jedes einzelne abdecke, sieht das ein bisschen wild aus. Das heißt, ich versuche so ein paar Sachen einfach, ne, aber jetzt auch nicht full coverage mäßig abzudecken. Genau, und ansonsten im Innenwinkel auf beiden Seiten und hier außen ein bisschen. Und meistens ist es so, dass ich hier noch ein bisschen Concealer drauf packe. Und das verblende ich dann jetzt einfach mit dem Schwämmchen. Ich habe für mich persönlich gelernt, dass weniger mehr ist. Und dass ich nicht direkt jetzt so ans unter das Auge gehe, wenn ich mir Concealer auftrage. Also nicht dieses klassische Dreieck wie damals halt. Ne? Einfach weil ich Augenfältchen habe, was ja normal ist. Ne? Und genau, deswegen einfach nicht allzu sehr die Falten betonen möchte, sondern ja, halt Schatten abdecken möchte, Äderchen abdecken möchte und aufhellen möchte. Aber eigentlich auch nicht so mega krass aufhellen, weil das sieht dann schon wieder fancy aus, ne? Und ich habe einfach im Laufe der Zeit akzeptiert, dass ich manche Sachen einfach nicht ändern kann, wie zum Beispiel meine immer wieder roten Ohren. Die sind einfach da. Ich werde meine Ohren niemals schminken. Das mache ich einfach nicht, weil ich dann meine Haare aufhabe und dann habe ich Schminke in meinen Haaren. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ja, ich habe sehr, sehr wenige Augenbrauen. Damit habe ich auch meinen Frieden geschlossen. Klar, ich verwende ein Augenbrauenserum, aktuell das von Özlem, das Lashlem. Um halt so ein bisschen mehr rausholen zu können. Aber wenn ich jetzt an meinen Dad zum Beispiel denke, der hat gar keine Augenbrauen. Also ich glaube, der hat wirklich nur 3, 4 Haare oder so, wirklich ohne Flachs, ne? Und ja, meine Mom hat zwar so richtig krasse Augenbrauen, aber ich habe halt die von meinem Papa geerbt und bin froh über das, was ich überhaupt habe. Klar, ein bisschen habe ich auch noch verzupft in den 2000ern, aber ja, mittlerweile werden die halt nur noch rasiert halt in der Mitte so ein bisschen und hier außen ein bisschen und wenn hier unten sowas ist oder hier oben, ich rasiere halt mein komplettes Gesicht immer wieder, ne? Und ja, auch das ist so eine Sache, muss man für sich selber entscheiden, wie man das haben möchte. Klar könnte man auch Microblading oder sonst irgendwas machen lassen, aber möchte ich einfach nicht, noch nicht. Und genau, deswegen manche Sachen einfach akzeptieren, wie sie sind, hinnehmen und das Beste draus machen. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Ja, so, Concealer ist aufgetragen. Ich fühle mich wie eine weiße Leinwand, die jetzt nicht geisterweiß ist, aber halt schon vorbereitet, ne? Und fühle mich damit auf jeden Fall ganz gut. Was ich dann auch ganz gerne verwende, ist eine Lidschattenbasis. Ja, die Reihenfolge der Produkte habe ich auch mir so angewöhnt, das so zu verwenden. Das ist
immer eigentlich bei mir in dieser Reihenfolge. Manchmal ist es doch ein bisschen anders, wenn ich halt wirklich ein super fancyes Augen-Make-up oder so schminke, dann versuche ich schon meine Augen vorher zu machen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich meine Base eher mache, einfach aus Gewohnheit, weil ich ansonsten finde, dass es merkwürdig aussieht. Ganz, ne, mein persönliches Empfinden. Genau, eine Lidschattenbasis verwende ich ganz gerne. Klar hat der Concealer hier schon allerhand abgedeckt, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wenn ich eine Lidschattenbasis verwende, was ja im Prinzip nicht wirklich was groß anderes als ein Concealer ist, glaube ich, oder? Dass dann quasi die Lidschatten, die ich später auftrage, weniger das Augenlid einfärben quasi. Oh, der eskaliert hier gerade ein bisschen. Und ich halt auch irgendwie so ein bisschen mehr das, was auf meinen Augen ist, ausgeglichen habe. Von der hier brauche ich nur super, super wenig. Also das verteile ich mir einfach mit dem Finger oder mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen. Ach so, was ich auch gelernt habe, ist in vielen dünnen Schichten zu arbeiten. Also ich klatsche mir jetzt nicht direkt eine richtig fette Schicht von irgendwas aufs Gesicht, sondern ja, fange erstmal in kleinen Schichten an, sodass ich das am Ende halt auch nicht fühle, dass ich viel auf dem Gesicht habe, aber trotzdem halt den Effekt erziele, den ich gerne haben möchte. Und das Ganze sieht dann auch gar nicht mal so super künstlich aus, ne? Deswegen verwende ich jetzt auch sowohl Creamy-Produkte als auch Puder-Produkte. Hier habe ich von Be Perfect den Cronzer. Das ist einfach ein Cream-Bronzer, wie der Name schon sagt. Cream-Bronzer, Cronzer. Und den werde ich mir jetzt auch, da kommen wir zum nächsten Punkt, mit dem gleichen Pinsel auftragen, womit ich auch meine Foundation aufgetragen habe. Muss man nicht. Man kann sich da auch für jeden Schritt einen anderen Pinsel nehmen, wie man möchte. Ich bin halt so, dass ich sage, Mensch, ich verwende dafür jetzt den gleichen Pinsel. Zum einen, weil er schon eh in Anwendung ist und dann muss ich nur einen Pinsel waschen in der Linie. Ne? Zum anderen ist hier auch noch ein Rest Foundation drin und das Ganze verbindet sich auch ein Stückchen mehr und besser auf meinem Gesicht, was ich immer ganz charmant finde. Wie man seinen Bronzer aufträgt, ich glaube, das ist wirklich jedem komplett selbst überlassen. Ich habe mir damals auch dieses E gemalt, dann habe ich irgendwann gedacht, warum muss ich hier Bronzer auftragen? Mache ich nicht. Und mache das halt nur hier so an der Stirn, an der Schläfe und dann hier so am Wangenknochen, unter dem Wangenknochen entlang so ein bisschen. Weil ich bronze und konturiere quasi in einem. Kann man machen, muss man nicht so machen. Ich mache so. Und dieses Ohrenzäpfchen nicht vergessen, weil das sieht sonst wirklich fancy aus, wenn das einfach weiß ist. Und man hier halt so den Bronzer aufgetragen hat. Ja, das sieht einfach verrückt aus, ne? Auch nur ein Kann, kein Muss. Ich mache immer mit den Resten vom Pinsel hier so meinen Hals ein bisschen angleichungsmäßiger, weil ich finde das irgendwie natürlicher dann vom Finish. Keine Ahnung, das ist einfach so eine Gewohnheitssache. Und genau, das hat auf jeden Fall auch vieles, vieles geändert, überhaupt einen Bronzer zu verwenden. Ich habe noch Videos von mir gesehen, wo ich einfach gar keinen Bronzer verwendet habe, weil ich den Sinn darin nicht gesehen habe. Mittlerweile finde ich einfach, dass man damit das Gesicht ein Stückchen mehr modellieren kann. Wir spielen mit Licht und Schatten. Apropos Licht und Schatten, sowas ist natürlich eine krasse Farbe, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und ja, auch Creamy Blushes sind wirklich immer mehr in mein Herz gewandert. Ich habe damals diese Creamy Produkte nicht verstanden. Ich wollte auch nicht unbedingt die so integriert haben. Mittlerweile sind die halt volle Elle in meinem Game drin und auch in meinem Herzen. Und ich finde einfach es super sinnvoll, mir diese ja, Creme-Produkte, Liquid-Produkte vor dem Abpudern aufzutragen und später dann nochmal halt auch pudrige Produkte. Das verlängert die Haltbarkeit. Das lässt alles natürlicher aussehen. Wie schon gesagt, ich habe viele dünne Schichten und dadurch hält mein Make-up wirklich lange und sieht auch lange echt gut aus. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und dann gebe ich mir lieber einen Hauch von irgendeinem Produkt mehr noch weiter auf, als dass ich da irgendwie, keine Ahnung, nur einen halben Tag was von meinem Make-up habe, ne? Und hier versuche ich halt auch wirklich den Cream Blush, wie auch eben schon den Cream Bronzer, in meine vorhandene Base einzuarbeiten, dass alles auch wirklich harmonisch miteinander verschmilzt und relativ natürlich aussieht, was natürlich bei der Farbe manchmal ein bisschen schwierig sein kann, aber dass man halt ja, alle Texturen auch jetzt schon miteinander verschmilzen lässt, auch schon bevor man irgendein Setting Spray oder Fixing Spray verwendet und ein bisschen auf die Nase, das sieht dann immer etwas frischer aus, genau. Und dadurch habe ich auf jeden Fall eine recht natürliche Basis geschaffen und das Make-up wirkt am Ende dann einfach nicht so maskenhaft.
Einen Liquid Highlighter brauche ich heute nicht, weil ich halt sowohl die Glowy Foundation als auch den Glowy Primer drauf habe. Ansonsten würde ich mir jetzt wirklich so einen Liquid Highlighter noch drauf machen. Brauche ich jetzt gerade nicht, ne? Das wäre ein bisschen viel. Was ich auf jeden Fall auch verwende, ist ein Puder für, also ein loses Puder. In dem Fall habe ich jetzt hier ein rosa Puder, das Evolution Powder von Danessa Myricks. Das verwende ich halt extrem gerne um meine Augen herum. Da verwende ich gerne so ein Puffelding. Das heißt, erstmal mit dem Schwämmchen gucken, dass ich hier kein Creasing habe. Also jetzt nicht allzu viel, ne? Weil es lässt sich nicht komplett vermeiden. Dann gehe ich mit dem Puffelding hier rein. Normalerweise würde ich mir das einen Deckel geben, aber hier haben wir so ein Netz drin. Das heißt, ich kann da einfach mit dem Puffelding reingehen. Habe das dann hier drauf. Dann arbeite ich das einfach in meine Handinnenfläche ein. Das ist ganz interessant. Ich habe hier auch noch ein bisschen was von dem Primer und ich sehe direkt, wie meine Handinnenfläche matt wird. Das ist natürlich krass, ne? Aber nicht abschrecken lassen, dieses Mattierte bleibt so nicht. Also sobald die Puderpigmente sich dann auch wirklich mit der Base vermischen und das Setting Spray nachher drüber kommt, wird alles auch flawless aussehen, aber gleichzeitig nicht allzu matt. Genau, und mit dem Puffelding gehe ich dann unter meinen Augen entlang, auf meine Augenlider, an meinen Nasenflügeln entlang, also überall da, wo ja, sich die Basis verrutschen könnte. Ne? Also wo ich ein bisschen einfach erfahrungsgemäß weiß, dass da Bewegung in meinem Gesicht ist. Dann hier an dieser Marionettenfalte oder so, am Kinn entlang. Und dann gehe ich nochmal in das Puder rein und mache das Gleiche auf der anderen Seite. Ich bake auch nicht oder so, weil das einfach zu viel Produkt wäre für meinen Hauttypen, ne? Weil ich ja so trocken unterwegs bin. Das heißt, hier auch wieder viele dünne Schichten. Nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben. Genau, so habe ich dann schon mal die bewegungsintensivsten Zonen gesettet. Und dann verwende ich ein Puder, wo ich eigentlich ganz gerne auch irgendwas verwende, was nicht so extrem matt ist. Das hier hat hier nämlich auch noch so einen leichten, ja, schon Filtereffekt mit dabei, aber es hat auch irgendwie was nicht ganz so, es ist eher seidenmatt, würde ich mal so sagen. Und da gehe ich dann mit einem Fluffel rein, also nur einfach fluffeln, aber auch nicht zu viel, merke ich gerade hoch. Und gehe damit vorsichtig einmal über mein komplettes Gesicht. Denn auch wenn ich eine trockene Haut habe, verwende ich persönlich gerne Puder. Zum einen, weil dadurch auch meine Haare nicht so an meinem Gesicht kleben. Und damit nachher die pudrigen Texturen, Blush Bronzer Highlighter, nicht so schnell fleckig werden. Weil das ist halt auch das, was ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht mit einem Puder nochmal setten würde, dann funktioniert das bei mir einfach nicht. Ich kann noch so teure Pinsel dafür verwenden. Also ich habe ja verschiedene Pinsel hier, ne? Aber ich kann auch sackteure Pinsel nehmen. Trotzdem sieht das dann komisch aus. Das heißt, ich mache hier eine ganz, ganz dünne Puderschicht, die ich jetzt hier auch schön mit dem Pinsel verteile. Nicht streichen, sondern tupfen bei mir, ne? Das ist halt auch noch so eine kleine Technik. Also hier am Hals, ja, streichen ist kein Problem. Aber hier im Gesicht mache ich das irgendwie nicht. So richtig schön in die Base einpressen. Genau. So, denn jetzt kommt erstmal der Bronzer für mich. Ne? Das ist auch einer, der relativ zurückhaltend ist. Der ist recht dezent. Weil ich habe ja auch schon Bronzer hier drauf. Das heißt, ich habe ja im Prinzip schon mein Gesicht ein bisschen aufgewärmt. Aber, wie gesagt, viele dünne Schichten. Und genau, da einfach auch mit verschiedenen Texturen arbeiten. Da kommt meine Haut einfach am besten mit klar und das Ganze ist wirklich lange haltbar. Und das war ein Reim, das kann ich. Und so habe ich einfach einen Hauch von Puder bzw. einen Hauch von Bronzer drauf und man sieht ihn schon so ein bisschen, aber man weiß jetzt nicht, ist es geschminkt oder ist es nicht geschminkt? Klar, dass ich geschminkt bin, sieht man dadurch, dass ich halt so richtig krassen Glow habe, ne? Aber ich finde, dass das Ganze noch recht natürlich aussieht. Ich spreche von Natürlichkeit und renne immer mit bunten Lidschatten rum. Aber trotzdem, von der Base her mag ich das gerne, wenn es, auch wenn es nicht natürlich ist, relativ natürlich aussieht. Ja, jetzt komme ich nämlich zu dem Puder Blush, den ich hier habe. Der ist auch sehr, sehr schön. Passt halbwegs zu dem, den ich eben hatte. Der It Girl ist nämlich sehr pink halt eigentlich, ne? Wobei das jetzt hier ja nicht so intensiv ist, weil ich ja sowieso einen kühlen Hautunterton habe, dann fällt das nicht so mega krass auf. Hier habe ich mit dem Candy Apple aber auch noch einen Ton, der schon in der gleichen Farbfamilie ist und das versuche ich auch immer, ne? Dass die Cream-Produkte eine ähnliche Farbfamilie haben wie auch die Puderprodukte.
Aber der ist noch einen kleinen Tick anders, ne? Und ja, der hier ist auch ein bisschen schimmernd, was ich natürlich auch eigentlich nicht so super gerne mag. Aber heute mag ich es halt mal richtig bam, bam, bam in your face. Genau, also der hat halt ganz, ganz leichte Schimmerpigmente nur mit drin. Das ist jetzt nicht super intensiv, wie jetzt zum Beispiel bei den Catrice Cheek Lover heißen die, glaube ich, ne? Das ist so gar nicht mein Fall. Also diese klassischen Blush Lighter zum Beispiel sind gar nicht meins. Das musste ich halt auch mit der Zeit lernen, genauso wie Bronzer mit Schimmer drin auch nicht meins sind. Das ist eigentlich ganz witzig, ne? Ich mache mir so eine mega krasse Glowy Base, mag aber nicht gerne, wenn der Bronzer oder der Blush von sich aus viel Schimmer mit drin hat, keine Ahnung. Manchmal ist man halt auch merkwürdig, aber man entwickelt halt im Laufe der Zeit ja auch seine persönlichen Präferenzen. Und ich mag an anderen das super gerne leiden, ne? Aber an mir selber halt einfach nicht. Und den trage ich mir halt auch hier, ja, also ich gehe mit meinem Blush recht weit nach vorne. Aber das ist halt einfach auch wieder eine Präferenzsache, dass ich hier den nach vorne auch ein bisschen ausblende, mich vor allem aber hier so drauf fokussiere, also auf meinen Wangenknochen quasi und dann auch in der Schläfe und ein ganz kleines bisschen hier noch in die Augenbraue oder hier oben, ne, über die Augenbraue mir das setze. Ich finde einfach, dass das mir steht, dass es frisch aussieht und dass diese Blush-Technik bei mir ganz gut funktioniert. Ich finde, dadurch habe ich halt auch so süße Bäckchen quasi, aber keine Hängebäckchen. Ich finde einfach, dass es gut aussieht und deswegen mache ich das halt auch da und habe da halt auch immer viel ausprobiert, wo kann ich mir Blush auftragen und wie viel und so. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Menge und ein ganz guter Ort. Dann habe ich einen Highlighter. Hier habe ich gelernt, für mich persönlich, dass ich jetzt nicht so der ultimative Fan davon bin, mir sehr, sehr glitzerige oder sehr, sehr bunte Highlighter aufzutragen. Das passt für mich einfach nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel den Ozone von Nabla sehr gerne, weil der ist so, er ist da, aber er schreit nicht, dass er da ist, ne? Ja gut, bei dem Pinsel hier, das war mal eine Limited Edition, habe ich hier nochmal so eine Highlighter-Seite. Ansonsten würde ich einfach auch mit diesem Pinsel weitermachen. Also, wenn ich jetzt nicht diese untere Seite noch hätte, ne? Da wurde ich auch schon öfters nachgefragt, sag mal, Claudi, verwendest du eigentlich für alles einen Pinsel? Naja, gefühlt schon. Guck mal, wenn ich das jetzt nämlich so habe, kann ich das mit dem hier richtig schön verblenden. Genau, da war nämlich gerade ein bisschen viel drauf. So mag ich das nämlich sehr gerne, ne? Wenn das so halbwegs subtil ist. Ach, was fein. Das ist schon schön. Und das trage ich halt auch ein bisschen über der Augenbraue auf. Ein bisschen an der Schläfe, aber vor allem halt hier so ungefähr bis zur Pupille, ne? Das, wenn man halt von vorne guckt, man ein bisschen Highlighter sieht, aber halt von der Seite diese Bewegung. Ach, das finde ich einfach richtig, richtig schön. Ne? Mag ich gerne. Aber auch das wieder, ne? Persönliche Präferenz. Jeder kann sich schminken, wie er möchte. Das Video ist jetzt einfach nur, was ich für mich persönlich gelernt habe. In den 6 Jahren quasi. Ja, nicht ganz, noch nicht ganz 6 Jahren YouTube, die ich so mache. Ich gebe mir jetzt auch nicht ultimativ viel Highlighter auf mein Lippenherz. Es ist so die Reste vom Pinsel, dass ich da nochmal so ein bisschen drüber gehe. Weil da erinnere ich mich an viele Kommentare, als ich angefangen habe, dass ich halt ständig einen Milchbart hatte. Das stimmt auch. Ach, teilweise sah das echt weird aus, was ich gemacht habe. Aber nun, jetzt kommen wir zu Augenbrauen. Ja, das ist tatsächlich auch so ein kleiner Gamechanger, denn ich habe ja damals überhaupt gar nicht meine Augenbrauen gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang versucht, meine Augenbrauen größer zu machen, als sie sind. Und mittlerweile gehe ich eher dazu über, zu sagen, ich nehme das, was vorhanden ist bei meinen Augenbrauen und fülle es einfach ein bisschen auf. Also, da mache ich jetzt keinen großen Hack-Mack oder so. Hä? Wo ist denn hier mein Spoolie? Der war doch hier irgendwo mit bei, oder? Ja, hier hinten dran. Das war nämlich auch damals so eine Sache. Ich habe, wenn ich Pinselsets mir gekauft habe, diese Spoolies immer weggegeben. Warum? Spoolies sind großartig. Damit kannst du nicht nur halt bei deinen Augenbrauen eskalieren, sondern Spoolies sind halt auch super, wenn du Creasing vom Concealer hast. Das kannst du damit so ein bisschen wegbürsten. Wenn du Fallout hast, ob Glitzer, Fallout oder was auch immer. Ich korrigiere damit teilweise sogar meine Lippen, wenn ich halt irgendwie in mir meine Adventskalenderlippen mache oder so, ne? Also, ja. Da muss ich wirklich der Vergangenheits-Claudi sagen, dass sie da verkehrt gehandelt hat. Genau, und hier ist es jetzt so, dass ich mir einfach mit diesem Augenbrauenstift die Augenbrauen ein bisschen auffülle und vielleicht ein Tickchen mehr nach innen zeichne, ein Tickchen mehr diesen Chiselaveng nach außen ziehe, aber ich übertreibe es nicht. Ich halte es halt so, wie es ist, mit den Gegebenheiten arbeiten. Das ist halt das, was mir so, angeboren wurde, wie halt meine Augenbrauen aussehen. Was soll ich mir jetzt irgendwelche Augenbrauen malen, die einfach nicht ich sind, ne?
Und was auch halt eine wichtige Erkenntnis für mich persönlich war, ich kann mein Gesicht, meine Gesichtszüge, meine Augenbrauen, ich kann nicht alles, was sich hier befindet, nicht den aktuellen Trends anpassen. Ne? Das heißt, manche Sachen muss man dann einfach mal nicht mitmachen und macht einfach da weiter, wo man sich wohlfühlt. Denn es soll alles hier Spaß machen und es gibt hier kein Muss, sondern es gibt nur ein Du darfst, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier ein Augenbrauengel, dieses, ach, ich liebe dieses Brow Blowout Gedönsen. Da ist es auch wieder so eine Sache. Ich mag es so gerne, wenn meine Augenbrauen festgetackert werden. Das ist halt echt mein Vibe. Ich mag das nicht so gerne, wenn ich was reinmache und im Prinzip gar keine Wirkung erzielt wird. Das heißt, da soll gerne derbe auch was spürbar sein. Da habe ich nichts drum bei. Auch da, das ist ganz witzig, ne? Alles andere möchte ich nicht spüren. Bei Augenbrauengelen bin ich da ganz entspannt und sage, passt schon. Und damit kann ich mir dann halt auch alles richtig in Form bringen, wie ich das halt gerne mag. Ich persönlich mag es einfach ganz gerne, meine Augenbrauen dann erst so nach oben zu kämmen und das, was mir dann zu hoch steht, quasi ja, hinzulegen. Das funktioniert bei meinen Augenbrauen sehr gut. Ähnlich wie bei den Leuten, die damals ihre Haare so immer rüber gekämmt haben, damit es aussieht, als hätte man noch ein volles Haupthaar. So hantiere ich bei meinen Augenbrauen. Sollte ich dann noch so einzelne Stellen haben, die vielleicht ein bisschen kahler aussehen oder so, nehme ich mir ganz gerne dann hier so einen Augenbrauen-Liquid-Stift quasi. Ich gehe da jetzt normalerweise nämlich nicht nochmal mit einem Augenbrauen-Stift rein, weil das bei mir meistens nicht funktioniert. Das sieht dann meistens einfach blöd aus. Das heißt, ich nehme dann einfach dieses flüssige Ding und mal da so ein bisschen drin rum, bis alles halbwegs gut aussieht. Und sollte man dann mal ein bisschen zu viel aufgetragen haben, nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis sein oder sonst irgendwas, entweder sagt man, oh mein Gott, ich renne die Wände hoch und ärgere mich tierisch drüber, oder man sagt, naja, dann sehe ich heute halt einfach ein bisschen weird aus bei dieser Augenbraue. Ich versuche das ein ganz kleines bisschen hier mit diesem Spoolie noch auszukämmen, weil ich hier hinten wirklich etwas eskaliert bin. Ich habe es gerade ein bisschen gut gemeint, aber nicht zu viel drin rumrödeln, dann ist das einfach mal so, ne? Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich euch irgendwann mal sage, Mensch Leute, solche Augenbrauenstifte sind wirkliche Gamechanger. Es ist tatsächlich so. Die kannst du auf die Wasserlinie packen, die kannst du als Lidschattenbase verwenden, die kannst du als Lidschatten selber verwenden. Ich habe sonst immer die Erfahrung gemacht, dass alles Flüssige, was ich auf meine Augen gebe, in meine Lidfalte rutscht. Einfach weil ich ein leichtes Schlupflid habe. Das macht der Concealer und die Lidschattenbasis ja jetzt schon wieder. Das ist halt ganz normal. Das passiert immer wieder bei mir. Ganz egal, wie teuer das Produkt ist oder wie gut ich das einarbeite. Genau. Aber wenn ich solche Stifte verwende oder die ein oder andere Liquid-Geschichte, die es ja auch auf dem Markt gibt mittlerweile, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das nicht tut. Also dass es halt wirklich trotzdem auf dem Auge drauf bleibt. Und das finde ich mega geil. Und damit mache ich mir jetzt fancy Augen, denn ihr seht die Farben. Es ist Aprikose und es ist Drachenfrucht. Denn das ist jetzt zwar so eine ganz persönliche Geschichte, aber ein buntes Make-up bei mir hebt halt auch einfach mein Gemüt, ne? Und es gibt jetzt auch irgendwie für mich persönlich keine festgeschriebene Jahreszeit, wann ich welche Farben tragen kann, will, darf, möchte, wie auch immer. Das ist einfach eher eine Gemütsfrage und ich verwende dann einfach das, worauf ich in dem Moment Bock habe. Was ich halt auch gelernt habe, ist, dass wenn ich meine Augen schminke, dass ich meine Augen nicht schließe und sie schminke, sondern dass ich sie meistens offen dabei habe. Es sei denn, ich habe ja halt meinen Glitzer hier für mein bewegliches Lid, da komme ich ja nicht bei, wenn meine Augen geschlossen sind, ne? Aber ansonsten, wenn ich so matte Töne auftrage, sehe ich dann einfach auch besser, wie es aussehen würde, wenn ich meine Augen offen habe, wenn ich sie offen habe. Das ergibt durchaus Sinn irgendwie, ne? Ich habe mich damals auch ziemlich gescheut, so weit nach oben zu gehen, aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach auch realisiert habe, dass es einfach viel, viel besser bei mir aussieht. Also man sollte sein Make-up nicht so schminken, wie man das auf YouTube oder auf Bildern sieht, sondern man sollte das Make-up seinen Augen anpassen und nicht die Augen dem Make-up anpassen. So. Was ich halt auch gelernt habe, ist, dass wenn ich mein Augen-Make-up schminke, dass ich dem Prozess trauen sollte. Also dass quasi
ja, wenn ich die Mattentöne auftrage, alles vielleicht noch etwas wild aussieht und man jetzt hier auf dem beweglichen Lied auch wirklich gar nicht präzise sein muss, sondern halt hier nach außen hin das Ganze irgendwie halbwegs vernünftig gestalten sollte. Und wenn es dann jetzt auf das bewegliche Lied geht, kommen eh die Schimmertöne drüber. Da ist es dann eigentlich relativ pelle, wie das jetzt aussieht. Wichtig ist, wie es gleich aussieht. Was auch ganz interessant ist, ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich mich nicht davon abschrecken oder beeinflussen lasse, welche Farben darf ich auf mein Auge packen, weil ich die und die Augenfarbe, Haarfarbe, Klamottenfarbe, bla habe, sondern ich verwende das, was ich verwenden will. Natürlich gibt es gewisse Farben, die die eigene Augenfarbe eher zum Strahlen bringen, wenn man so über Komplementärfarben spricht und so, ne? Aber an und für sich darf jeder jede Farbe verwenden. Ich habe so oft auch in meinen DMs so Fragen, ne? Ich habe die und die Augenfarbe, was kann ich für Lidschattenfarben verwenden? Alle. Also da gibt es wirklich keinen, du darfst nur das und das, du musst jetzt das und das, gibt es nicht. Also da sollte man sich wirklich nicht von beeinflussen lassen. Genau. Und wenn ich so bunt unterwegs bin und jetzt nicht irgendwie eine separate matte Farbe bei Lidschattenfarben habe oder so, nehme ich auch ganz gerne einfach meinen Bronzer, um den zum Beispiel an meinen unteren Wimpernkranz zu setzen. Genauso wie ich mir gleich auch meinen Highlighter in meinen Innenwinkel setzen werde. Auch da nehme ich den gleichen Pinsel, den ich gerade hier zum Verblenden genommen habe, mache den einfach an meinem Handtuch sauber, gehe dann in den Bronzer und setze den hier unten drunter. Und auch das ist ein kleiner Hack, wenn ihr genauso wie ich einfach die ein oder andere Geschichte mit Augenfalten habt, dass da vielleicht mal was in der Falte rutscht oder so, habt ihr jetzt die Möglichkeit, nochmal eure untere Augenpartie von reingerutschtem Concealer zu befreien. Das macht einfach sowas ganz gut, ne? Du hast hier einen Pinsel, du hast Farbe dran, du kannst es verblenden. Damit kannst du schon mal ein bisschen korrigieren. Absoluter Gamechanger gibt es nicht bei Purish, aber in der Drogerie ist hier von NYX dieser Glitter Primer. Ich weiß gar nicht, wo ich den damals das erste Mal gesehen habe. Seitdem ich ihn gesehen habe, feiere ich das Ding. Mache ich mir jedes Mal drauf, wenn ich mir ein Augen-Make-up schminke, weil ich eigentlich auch jedes Mal Schimmertöne verwende. Und der sorgt einfach dafür, dass die Schimmertöne wirklich an das Lid festgetackert werden. Und das hilft mir persönlich einfach immens in meinem Alltag, weil ich mir keine Sorgen machen muss, dass da was runterkrümelt oder dass irgendwelche Töne halt nicht vernünftig performen. Wenn mit diesem Glitterprimer ein Schimmerton auf dem Auge bei mir nicht funktioniert, dann ist die Palette nun wirklich nicht für mich geeignet. Ich verwende jetzt eine Palette, die ist jetzt auch gerade im Sale. Ich finde sie großartig. Das ist jetzt von Denisa Myricks hier, diese Groundwork, Lightwork, ne? Die 5. Ach, ich finde die wundervoll. Und die kann ich halt jetzt sehr gut verwenden, wenn ich so ein One-Shadow, nicht wirklich One-Shadow, aber One-Glitter-Look mache, ne? Und da mache ich mir jetzt einfach auf das komplette bewegliche Lid einen einzigen Ton. Und zwar nehme ich diesen hier super gerne. Das ist der Protected. Das ist so ein richtiger Spiegelglanzton. Ist eigentlich eher ein Topper, aber mit diesem Glitterglue und mit dem, was so da drunter ist, geht die Party halt richtig, richtig ab. Und dann nehme ich mir den Ton, der daneben ist, diesen Centered. Das ist auch so ein ganz nasser Ton. Den setze ich mir hier in mein inneres Drittel, als würde ich mir Blattgold auftragen, Leute. Und auch das habe ich gelernt, Schimmertöne funktionieren einfach bei mir am besten mit dem Finger. Ich habe es so oft mit Pinseln versucht, das funktioniert alle nicht so gut. Das heißt immer mit den Fingern, deswegen habe ich auch hier neben mir mein Handtuch, wo ich dann immer meinen Finger auch sauber machen kann. Das ist dann einfach so, genau, und so habe ich nämlich auch noch dieses Aprikot sehr, sehr schön aufgegriffen. Und wie gesagt, ne, der Highlighter kommt dann einfach in den Innenwinkel. Was ich so gar nicht mehr mache, ist, witzigerweise, meinen Augenbrauenbogen zu highlighten. Das habe ich sonst immer gemacht, aber mittlerweile mag ich das einfach an mir nicht mehr so gerne leiden. Und wie gesagt, ne, wenn du irgendwie jetzt hier so Glitterpigmente hast, einfach mit dem Bürstchen wegbürsten, easy peasy, dann hat man da keine Probleme mit. Damit kann man auch super gesmatschte Mascara zum Beispiel wegmachen, wenn die getrocknet ist. Also so ein Bürstchen ist echt ein absoluter Gamechanger. Alleine, Leute, da mag ich einfach für mich persönlich am liebsten welche, die eine Pinselspitze haben, aber trotzdem in so Stiftform sind. Das ist einfach etwas, womit ich einfach am besten zurechtkomme. Das habe ich herausgefunden dadurch, dass ich halt auch
sehr viel immer abends vorm Spiegel ausprobiert habe. Und das ist halt die Form, die bei mir ja am einfachsten halt funktioniert. Wenn ich Eyeliner auftrage, mache ich das bei geöffnetem Auge. Ich schaue dann meistens bei meinem Klappspiegel in die untere Hälfte rein, beginne in der Mitte, dass ich halt so eine Art Guideline schon mal habe. Dann ziehe ich nach vorne, gucke dann oben rein, dass ich sehen kann, bis wohin ich muss. Sehe, dass ich ganz offensichtlich diesen Goldton sehr, sehr dick aufgetragen habe. Uiuiui, der bröckelt ein bisschen, aber das ist nun mal so. Dann ziehe ich das nach außen hin. Ungefähr bis, ja, also bis fast ganz nach außen, ne? Dann bin ich hier. Und dann folge ich quasi meiner Augenform. Das heißt, ich habe hier unten ja die Wasserlinie. Und die möchte ich mit dem Eyeliner verlängern. Das heißt, ich male mir hier so eine kleine Hilfslinie. Das ist mein Strich. Und die, da setze ich dann den Pinsel an, ziehe ich dann rüber, sodass ich da so einen kleinen Wing schon mal habe. Und je nachdem, wie mein Mut so ist, wie dieser Wing vergrößert oder so gelassen, wird noch ein bisschen auskorrigiert, aber halt immer bei geöffnetem Auge. Weil so kriege ich einfach auch besser meine Augenform hin. Das sieht auch nicht immer perfekt aus, aber so ziehe ich mir meinen Eyeliner. Wenn ich einen ganz, ganz intensiven Eyeliner möchte, kann ich auch so eine Art Treppen-Eyeliner und so weiter machen. Aber wir wollen jetzt mal heute nicht übertreiben. Aber das ist jetzt so, wie ich persönlich meinen Eyeliner ziehe. Ich mag es einfach. Ich mag, was ein Eyeliner mit meinem Auge macht. Ich finde, dass er nämlich mein Auge optisch öffnet und wacher aussehen lässt. Ich sehe dann nicht so verheult aus, ich sehe nicht so müde aus, ich finde es einfach schöner. Auch wenn man normalerweise bei Schlupflidern sagt, du hast ja so wenig Platz, warum machst du dir da Eyeliner drauf? Weil ich es mag. Mensch, die sind sogar halbwegs identisch, also nicht identisch, sondern parallel oder weiß ich nicht, gleich geworden. Das ist nicht immer so. Manchmal korrigiert man sich dann einen Wolf und irgendwann hat man gefühlt hier oben mal seinen Eyeliner hängen. Nun, ich verwende jetzt einfach, um alles ein bisschen besser miteinander verschmilzen zu lassen, dass die Puderpigmente besser mit den cremigen Texturen sich verbinden und das haltbarer wird einfach im Gesicht, ein Fixing Spray oder Setting Spray. Das ist jetzt einmal dieses hier. Das hat ja auch noch eine Dewy Finish Geschichte mit dabei. Es gibt verschiedene. Es gibt welche mit Glow, mit Dewy Finish, also dass man halt so leicht ölig quasi aussieht, halt etwas, ne? Und ich mag das halt sehr gerne, wenn ich so ein Wasser im Gesicht habe, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, es gibt auch mattierende, das ist so gar nichts für mich. Generell hydratisierende ist auch eine schöne Sache. Mir persönlich ist am allerwichtigsten bei Fixing Sprays der Sprühkopf, also wie das Produkt rauskommt. Und das ist in dem Fall auch sehr, sehr schön fein. Aber trotzdem kommt was aufs Gesicht. Dann wedel ich das meistens einfach so ein bisschen mit der Hand erstmal ein, aber nur kurz, ne? Wie ich mich halt so fühle. Und dann nehme ich mein Schwämmchen von eben und gehe nochmal ganz leicht drüber. Also ich berühre mein Gesicht damit kaum. Es ist halt nur, damit so alles, was noch in irgendeiner Art und Weise tröpfchenmäßig auf dem Gesicht sein könnte, verteilt wird und nicht irgendwie so nass wird. Da merke ich zum Beispiel, fehlt noch ein bisschen Setting Spray. Da bin ich ein bisschen trocken noch unterwegs, obwohl meine Base nicht trocken aussieht, aber ich fühle es halt im Gesicht, ne? Genau, also dann vorsichtig drüber gehen und den Rest lasse ich dann antrocknen, ganz entspannt. Und so funktioniert es halt bei mir persönlich am besten. Manche schreiben mir, wenn ich da mit dem Schwämmchen drüber gehe, dann habe ich die halbe Base wieder im Schwämmchen. Dann geht ihr wahrscheinlich ein bisschen zu doll drüber. Als nächstes habe ich hier meine liebste Wimpernzange und das ist ein absoluter Moment von mir gewesen, als ich die das erste Mal verwendet habe. Ein Aha-Moment, denn ihr seht ja zum Beispiel, also meine Wimpern sind jetzt nicht irgendwie, dass die gerade sind oder sonst irgendwas, sie sind halt einfach normal, sie sind normal geschwungen, sie sind jetzt auch nicht wild durcheinander, aber mit Einsatz einer Wimpernzange biege ich die schon mal, ganz leicht übrigens, nach oben und verleihe denen schon mal so ein bisschen Schwung, weil durch das Wimpernserum, was ich verwende von Grande Lash, mein liebstes Wimpernserum, gerne in der Infobox verlinkt. Habe ich übrigens auch durch Purish damals kennengelernt, aber dann später gab es das nicht mehr. Dann habe ich mir das halt auch selber so gekauft. Ich bin weg von meinen Schweinsaugenwimpern und hin zu Vavavoom Lashes, ohne Flachs. Ohne Flachs, denn auch meine Wimpern habe ich eigentlich von meinem Papa geerbt und der hat auch kaum Wimpern. Ich habe mal Sabine, die habt ihr auch mal in einem Video gesehen, gefragt,
was meinst du eigentlich, hat Papa eigentlich Wimpern, Augenbrauen, was auch immer? Nee, sagt sie, hat er nicht. Und das ist halt wirklich so. Und ich versuche jetzt einfach das Optimum rauszuholen. Mit der Wimpernzange gehe ich an meine Wimpern und ich wippe. Also ich drücke nicht. Ich wippe hier unten wirklich nur ganz, ganz leicht. Vielleicht so 5, 6 Mal. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Und ich gucke immer so von unten in den Spiegel, ob mir das so gefällt, wie meine Wimpern dann schon gebogen sind. Und ich finde, ihr seht es jetzt ja auch, das macht schon mal einen Unterschied. Ne? Also da kann eigentlich jetzt so gut wie jede Mascara, die es so gibt, was rausholen. Ja, und natürlich habe ich meine präferierten Mascaras gefunden. Ich habe auch meine präferierte Mascara-Technik gefunden. Hier habe ich ein bisschen geschmiert. Da bin ich nämlich, dass quasi hier oben sich dann quasi von dieser Seite hat sich hier so ein bisschen Lidschatten dran gesetzt. Und dann habe ich das hier angesetzt und es ist da abgestempelt. Läuft. Dafür haben wir unseren Spoolie am Start. Ne? Genau, also theoretisch könnte jetzt jede Mascara, die halbwegs was drauf hat, daraus richtig was reißen. Ich habe heute Bock, einfach zu eskalieren. Das heißt, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, keine Angst vor merkwürdigen Bürstchen zu haben und Mascaras gegebenenfalls zu kombinieren. Denn es gibt Mascaras, die geben euren Wimpern Fülle, es gibt welche, die geben Volumen. Da einfach ausprobieren. Nicht alles, was auf den Produkten draufsteht, ist das, was letztendlich auch dann bei euren Wimpern dabei rauskommt. Ganz ehrlich, weil jede Wimper oder alle Wimpern sind ja auch unterschiedlich. Also da machen die Sachen, die Mascaras auch teilweise einfach unterschiedliche Ergebnisse. Und bei mir ist es so zum Beispiel, dass die Nabla Visions Mascara richtig krass Produkt draufbringt. Die macht richtig, richtig, also volle Wimpern, krasse Wimpern. Die gibt aber nicht die ultimative Länge, die ich einfach liebe für meine Wimpern. Das heißt, sie holt nicht das allerlängste Ergebnis aus meinen Wimpern raus. Das heißt, ich kombiniere diese Mascara, sodass ich die dann abwechselnd verwende. Da habe ich jetzt aktuell hier diese von LH Cosmetics. Das ist die, wie heißt du eigentlich? Irgendwie eine Infinity Power Lash, tüdelü, da, Infinity Power Lash, ja, Soft Volume. Das ist diese hier. Und die alleine würde meine Wimpern halt einfach sehr, sehr lang machen. Wenn ich die beiden aber kombiniere, gebe ich mir dieses, also erst gebe ich mir die auf, mache mir damit quasi so ein bisschen schon mal die Vorlänge, dann gebe ich mir die drüber, kann damit dann nochmal so ein bisschen auffüllen. Dann nehme ich diese Mascara wieder, die hat nämlich auch so ein ganz schönes Gummibürstchen und dadurch kämmt sie das dann nochmal wieder hoch und dadurch verlängere ich immer mehr meine Wimpern. Wimpern. Seht ihr gleich. Und das ist halt auch so eine Sache, wie da einfach die Party für mich persönlich abgeht und was dann bei mir halt den Look auch nochmal intensiviert. Ne? Ich habe euch schon ein komplettes Video über Vavavoom Lashes gemacht, kann ich euch im i gerne mal verlinken. Genau so trage ich mir das jetzt auf, nur halt mit zwei verschiedenen Mascaras. Das heißt, ich habe hier wieder auch meinen Spiegel, guck von oben rein und in der ersten Schicht werden die Wimpern erstmal nur so eingefärbt. Und da gehe ich dann auch von hinten nach vorne durch die Wimpern durch. Und jetzt sehen wir auch schon, wo die Reise hingehen darf. Ne? Also das ist schon eine schöne, schöne Kiste. Und ja, da bin ich einfach auch sehr happy, dass ich einfach im Laufe der Zeit das Ganze perfektioniert habe für mich persönlich. Dann nehme ich mir die Nabla Visions und gehe mit der in der zweiten Schicht von innen nach außen. Und drehe die Mascara auch ein bisschen, also das Bürstchen, sodass auch wirklich jede Wimper gegriffen wird. Auch das ist eine absolute Übungssache, weil man tatsächlich lernen muss, nicht sich zu erschrecken. Sonst haben das ja viele, dass wenn sie halt die Wimper, die Mascara auch sehr, sehr nah an dem an der Wasserlinie ansetzen, dass man dann so hektisch zwinkert oder so oder halt, ne? Das funktioniert einfach sehr, sehr gut, wenn du diese Technik nimmst mit dem von oben in den Spiegel schauen, weil du dann das Ganze auch sehr gut kontrollieren kannst und auch genau siehst, wo das Bürstchen ansetzt und dich einfach nicht erschreckst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich hilfreich. Probiert es einfach mal aus. Und jetzt nehme ich mir wieder die LH Cosmetics Mascara und gehe wieder von hinten nach vorne durch. Also von außen nach innen quasi. Drehe auch die Mascara und während ich die drehe, ne, schließe ich mein Auge. Und ziehe meine Wimpern so nach oben, innen. Das ist immer so mein, ja, wo ich die Wimpern so hinbringe. Und das kann ich ja nachher noch korrigieren. Wenn die mir jetzt hier hinten zum Beispiel zu sehr nach innen ragen oder so, ne? Dass ich dann einfach nochmal von außen das Ganze sortiere.
vielleicht auch nochmal so einzelne Strähnchen definiere. Genau, und dadurch mache ich halt für mich, für mein Empfinden, ja, die Wimpern, die ich am schönsten finde. Klar, manche sagen jetzt sicherlich auch, oh mein Gott, das ist mir zu verklebt, das ist mir zu viel. Muss man auch nicht. Also es reicht halt auch oft eine Schicht oder so, ne? Je nachdem, wie man seine Wimpern ja auch haben möchte, wie man den Look gestalten möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich fühle mich einfach damit sehr, sehr wohl und deswegen habe ich das auch sehr gerne genauso. Nun kommen wir zu Lip Liner und es gibt alle möglichen Formen und Farben von Lip Linern. Wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehen möchte, nehme ich einen durchsichtigen. Das ist einfach einer von Miss Lynn. Den hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo in einem Adventskalender oder so mit drin und das war auch mal wieder ein Reim. Ein Lip Liner ist dafür da, dass, also man hat hier vielleicht so diese Plissé-Fältchen rund um den Mund und ich persönlich trage einfach irre gerne Produkte, die etwas juiciger sind, die halt nicht matt sind und das ist aber Fluch und Segen zugleich, denn die sind halt auch flüssig und möchten gerne in meine Fältchen kriechen und damit ich nicht irgendwie gefühlt irgendwann mein Lipgloss in meinen Augen habe, brauche ich eine Barriere und dafür sind dann halt solche Lip Liner perfekt, gibt es wie gesagt in allen möglichen Farben, ich habe jetzt hier einfach einen durchsichtigen und die sind nämlich von ihrer Konsistenz her leicht wachsig eigentlich so in der Regel, ne? Und verhindern einfach, dass das Produkt, was man auf den Lippen hat, wegfließt. Also es ist wie so eine Schutzbarriere, wirklich. Also es ist eine kleine Mauer. Und die setze ich mir ganz gerne einfach außen einmal drumherum. Hilft übrigens auch sehr oft, wenn man nicht unbedingt genau weiß, wie man seinen Lippenstift, wo man den auftragen möchte, dass man erstmal mit dem Lip Liner die Konturen sich so bastelt, um so eine Art mal nach Zahlen sich zu bauen. Ich starte dafür meistens hier unten in der Mitte. Dann ziehe ich mir den hier so in meinen Innenwinkel. Also Mundwinkel halt, ne? Sieht man jetzt nicht so gut, weil er halt durchsichtig ist. Aber das ist halt so mein Game Changer gewesen, durchsichtiger Lip Liner. Hier oben bin ich in der Mitte auch erst. Dann male ich hier mein Herz. Und dann setze ich hier oben an, versuche meiner Linie zu folgen, aber mache dabei eine Bewegung, die ich nicht beschreiben kann, die müsst ihr sehen. Es ist eine Bewegung. Nennen wir sie Bewegung, ich weiß es nicht. Damit hat man auf jeden Fall schon mal so eine Barriere. Man kann den auch, wenn er farbig ist, ein bisschen mit reinziehen. Also, dass man halt auch hier innen so ein bisschen was ausmalt. Ne? Weil manchmal sind Lip Liner und Lippenstift ja nicht unbedingt in der gleichen Farbe. Lassen sich dann meistens auch eben genau so mit dem Aufeinanderpressen der Lippen verteilen. Ne? Und genau, also so würde ich euch empfehlen, Lip Liner aufzutragen. Und wie gesagt, für Anfänger sind diese durchsichtigen halt wirklich geil. Und wie gesagt, hier habe ich dann auch noch ein Lippenprodukt, was halt so ein bisschen schier ist. Aber naja, es hat schon Pigment. Und genau, da habe ich jetzt hier so einen runden Bullet oben drauf. Also der ist jetzt nicht irgendwie spitz oder so. Das heißt, den setze ich mir dann ganz gerne hier oben an. Und mache mir erstmal so Herzen. Da mache ich in der Mitte. Und dann ziehe ich das nach unten außen. Also in den Winkel, also in den Mundwinkel halt mit rein. Ich versuche erstmal so wenig wie möglich nach außen das Ganze zu ziehen. Ne? Das Ganze unten ähnlich, also auch in der Mitte erst. Und dann nach außen ziehen. Und dann presse ich die Lippen ein bisschen aufeinander und verteile den. So habe ich dann schon mal so eine leicht natürliche Form. Und dann kann ich das Ganze noch korrigieren, indem ich mich dann von etwas näher anschaue. Und da kann ich dann halt mit dem Finger korrigieren, wenn ich übergemalt habe. Aber auch da halt ganz vorsichtig. Sowas kannst du auch mit einem Lippenpinsel machen oder so. Aber ich habe halt viel Fingerarbeit immer am Start. Und wenn ich einfach hier oben ein bisschen vielleicht übermalt habe, kann man da nochmal das so
mit dem Finger auch korrigieren. Ja. Und so habe ich mir dann halt den Lippenstift aufgetragen. Das funktioniert tatsächlich auch bei sehr intensiv deckenden Lippenstiften und so, aber halt gerade bei so schieren Lippenstiften noch besser. Und nein, die Farben passen nicht ganz so gut zusammen. Egal. Ich habe ja auch im Frühling einen Herbstpulli an, also von daher muss ja auch nicht alles immer zusammenpassen. Ihr Lieben, das waren jetzt allerhand Tipps und Tricks von meiner Warte. Ich hoffe, dass ich euch irgendwie den Sonntag verschönern konnte und euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Tipps und Tricks habt oder was euer Make-up-Game vielleicht ein Stück weit geändert hat. Das wäre super interessant, auch für die komplette Community. Können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, dann wäre es das hier gewesen, ihr Lieben. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!